your skills. But boy, you in the danger room. Yeah, you in the danger room. Come on now. Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zurück. Ich bin's wieder, euer Falcon Lucius, und es geht weiter mit der Kampagne von Uncharted 2. Oh shit. Oh nein, nein, zu viel Damage. Zu viel Damage. Boah, lass dich da rein. Boah, mein Herz. Okay, wir müssen hier raus. Okay. Okay. Wir sind gerade im. Ich hab's. Wir sind gerade. Stopp, kurz Pause. Wir sind gerade im 11. Kapitel. Das heißt in Bewegung. Wir sind quasi auf der Flucht vor Lazarevits Leuten. Wir haben es zwar lebendig aus dem Tempel geschafft, aber Elena und ihr Kameramann Jeff, heißt er glaube ich. Ich glaube schon. Jeff ist verwundet. Wir müssen ihn jetzt hier rausschaffen. Haben also ein kleines Handicap. Aber Elena und Chloe geben uns Deckung und mal gucken, wie weit wir es schaffen. Nate, das schaffen wir nicht. Weiter! Weiter, weiter. Hier, du Bastard! Die Luft ist rein. Oh nein! Ich hab dich. What a takedown. Ja, keine Munition mehr, Leute. Brauch Munition. Danke. Moment, ich brauche Munition. Los, du packst das. Jeff. Keine Sorge, Jeff. Du packst das. Nicht aufgeben. Ja. Oh, Mist. Komm hier lang. Oh. Ah ja, gut. Dann mach du die Tür auf. Oh, schön. Ich glaube, so ein ähnliches Fahrzeug haben wir schon mal gesehen. Vorsicht! Elena! Boah, Alter. Das war crazy. Ja, sie überlebt einfach so. Ah nein. Steh auf. Oh, oh, oh. Oh, warte auf mich. Nein, Jeff. Jeff, sei mein Schutzschild. Aha. Treppe rauf. Ja. Jeff, halte durch, nicht verbluten, okay? Ich könnte fast meinen, wir wären Freunde, was? Immer, okay. Oh, keine Sorge, wir schaffen es. Er nicht. Nein, auf keinen Fall. Wir haben keine Wahl. Ja, komm, nee. Jeff. Okay. Du hast es versucht, aber er kann nicht mehr weiter. Wir können ihn hier nicht sterben lassen. Er ist schon so gut wie tot und wir auch, wenn wir jetzt nicht gehen. Dann geht. Ja, niemand hält dich auf. Chloe. Ich habe nur versucht, dich zu retten, du Idiot. Chloe? Was soll das? Sorry. Waffen runter. Auf der Stelle. Bringt sie raus. Sie ist verletzt. Bringt sie zum Zug. Unglaublich. Du kannst es einfach nicht lassen. Dann sind wir jetzt wohl quitt. Nicht ganz. So. Das ist also dieser Drake. Habt ihr ihn hierher getragen aus dem Tempel? Schade. Nein! Jetzt sagt ihr mir, was habt ihr gefunden im Tempel? Die Antwort, nach der du suchst. Okay, ich weiß, wo der Stein ist.
Aber du findest die nicht ohne mich. Also, lass sie gehen. Dann führe ich dich zu ihm. Mein Schatten. Du bist die Reporterin, die mich verfolgt. Du solltest beten, dass er nicht blafft. Durchsuch ihn. Na komm. Das ist Superman. Hier. Du hast wohl keine Verhandlungsgrundlage, Drake. Zurück zum Sammelplatz. Wir brechen gleich auf. Du kommst mit mir. Du kümmere dich um sie. Kein Problem. Und du arbeitest für das Monster. Ist besser als gegen ihn. Das war's dann wohl, hä? Du knallst uns jetzt einfach so ab, oder was? Sieht ganz so aus, oder? Steh auf. Ich sag, steh auf! Oh shit. Alles klar? Ja. Weiter, los, weiter. Die sind verdammt nah, Nate. Oh. Vorsicht! Jo. Elena, weiter! Los, los, los! Juhu! Nice. Das war nice, das. Alles klar. Ab. Hey! Was machst du denn los jetzt? Warum? Ja gut, ich kann nur denselben Weg nehmen wie wir. Na los! Hier rein! Runter! Alles klar? Ja, mir geht's prächtig. Und bei dir? Nur ein paar Schrammen. Okay. Oh Mist. Ich glaube, sie sind weg. Ich hätte dich da nicht mit reinziehen dürfen. Hast du nicht. Das war ich ganz allein. Nein. Ich meine, naja, das alles hier. Wir wussten, was auf uns zukommt. Okay, also... Was machen wir jetzt? Ich gehe ihr nach. Das war ja klar. Typisch. Ihr nachgehen. Flynn hat was von einem Zug gesagt. Das heißt, sie haben sie zum Bahnhof gebracht. Hier. Müsste da drüben sein. Hinter dem Wasserturm dort. Nate, sie hat auf uns gezielt. Ich weiß. Und sie hätte fast auch abgedrückt. Die anderen waren bloß schneller. Es ist kompliziert. Ja, bestimmt. Flynn wusste, dass sie bei mir war. Weißt du, was passiert, wenn Lazarevich merkt, dass sie ihn getäuscht hat? Ja, das weiß ich nur zu gut. Dann weißt du auch, dass ich keine andere Wahl habe. Die Ganoven-Ehre, was? Ja, so in der Art. Ich hoffe, du weißt, was du tust. Ich habe keinen blassen Schimmer. Ah, wie schön, dass sich manche Dinge nie ändern. Okay, gehen wir. Was? Oh nein, 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 nein. Du kommst nicht mit. Nate, hör auf. Okay? Wir müssen einen Zug kriegen. Da ist der Wasserturm. Genau. Da ist der Wasserturm. Okay, der Zug fährt ab. Ja gut, Leute, ne? Sind halt... Okay. Sind halt hier recht kurze Kapitel. Was will man machen? Ja, dennoch, das Kapitel hatte es in sich, würde ich sagen. Wir hatten unsere erste richtige Begegnung mit Lazarevich. Er ist echt ein kranker Typ, der hat eine fette Narbe im Gesicht. Ja, Jeff ist gestorben. Schade. War ein guter Mann. Mehr oder weniger.
Keine Ahnung, wir kannten ihn nicht wirklich. Chloe, keine Ahnung, was bei der abgeht. Ist sie jetzt auf unserer Seite, auf Gegnerseite? Vielleicht wollte sie nur ihre eigene Haut retten. Hat deswegen hier auf uns gezielt, ne? Kann man schon irgendwie verstehen bei einem Typen wie Lazarevic, aber gut. Auf jeden Fall, was ist das für diese Folge? Ich hoffe, wie immer, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, lasst gerne ein Abo da. Zeigt mir, ob es euch gefallen hat mit einem Like. Schreibt in die Kommentare, wie ihr es fandet. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn es heißt, der Zug fährt ab. Bis dahin, haut da rein. Tschüss.